Ja, was ist das denn? Es ist ein Minecraft-Let's Play. Ja, damit begrüße ich euch recht herzlich zu meinem, ja, eben Minecraft-Let's Play. Ganz kurz zur Erklärung, ich warte auf sehnsüchtig auf das neue Baphomets Fluchspiel, weswegen ich gesagt habe, komm Maxle, scheiß drauf, hau eben auch mal ein Minecraft-LP raus, damit YouTube noch mehr überquillt davon. Aber ich mache das einfach, weil mir Minecraft Spaß macht, weil ich relativ unerfahren bin in Minecraft und, weil ich das Spiel besser kennenlernen möchte. Und das war jetzt so schwul, dass ich einfach mal sage, ich erstelle eine neue Welt, die da heißt sehr einfallsreich Let's Play Welt. So, Spielmodus ist Überleben. Die weiteren Weltoptionen lasse ich einfach mal alle so, wie sie sind. Minecraft Texture Pack ist auch momentan noch das Standard Texture Pack. Ich denke mir so ein neues Let's Play, alles mal auf nackig. Und ja, dann würde ich sagen, erstellen wir mal die neue Welt. Das Einzige, was ich habe, was ihr vielleicht auch gleich sehen werdet, ist, dass ich hier den guten Joker als Skin drin habe. Na, jetzt waren gerade die Frames ein bisschen weg. Jetzt sind die Frames weg. Meine Frames befinden sich gerade bei... Minecraft hat sich aufgehangen. Ja, das fängt ja schon mal supi... Nein, es hat sich nicht aufgehangen. Die Frames waren bloß gerade völlig down. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Naja, jetzt seht ihr es hier, den Joker als... Boah, bin ich gerade erschrocken, ne? Den Joker als... Skin und wir hören erquickliche Pianomusik im Hintergrund. Und ich hoffe. Ach du Scheiße, na komm schon, Kuh, stirb. So, jetzt haben wir nämlich gleich mal ein bisschen Leder und ein bisschen rohes Rindfleisch. Ich hoffe, dass ich zur Erklärung nicht viel zu Minecraft sagen muss. Ich denke mal, auch viele, die einfach sich Minecraft-RP anschauen wollen, wissen, was Minecraft ist im Großen und Ganzen. Wie gesagt, ich selber bin jetzt kein Profi, der Minecraft schaut, so wie Kronk, Minecraft schaut, frage ich vor allem. Minecraft spielt, so wie Kronk oder Rahmschnitzel oder keine Ahnung, welches da noch gibt. Sondern ich spiele jetzt einfach mal drauf los. Ich habe auch übrigens keine Ahnung, ob ich das jetzt lang machen werde. Es kann gut aus möglich sein, dass das Let's Play vielleicht nur 20, in Anführungsstrichen, nur 20 Folgen geht. Dass ich dann sage, ich habe da keine Lust mehr drauf. Kommt natürlich auch auf euch an, wie ihr darauf reagiert. Aber wir werden einfach mal sehen, wie es denn ausschaut. Übrigens, ich hole mir jetzt hier gerade ein paar Samen, ein paar Weizenkörner, damit wir uns später ein Feld machen können, denn, Moment mal. Okay, ich spiele auf, nein, ich spiele auf friedlich, so, auf einfach will ich spielen. Denn es ist sonst ziemlich langweilig, wenn man auf friedlich spielt. Hallo Lava. Boah, das sieht ihr aber, also ich mag das, wenn man auf so flachem Land spawnt. Das gefällt mir immer besser, als wenn ich in so einer Eislandschaft oder etwas dergleichen spawne. Ich schaue mich jetzt aber erstmal nach Bäumen um und ich glaube, ich muss gar nicht lange so... Aber da vorne ist eine Dschungellandschaft, ne? Nee, Dschungellandschaft mag ich auch nicht so. Boah, das sieht das geil aus da vorne mit dem abgeschnittenen Berg übrigens. Ja, und ich werde einfach in diesem Let's Play, ich denke mal, ihr werdet das von anderen Let's Plays kennen, labern, bis das Zeug hält. Oder wie das Zeug hält, ich weiß gerade gar nicht. Und irgendwie spinnen meine Frames gerade und ich weiß nicht wieso. Ich laufe gerade übrigens, ne? Ich denke, man wird es nicht merken. Aber sie brechen einfach gerade ein. Ich hoffe, das fängt sich jetzt. Wenn nicht, starte ich nochmal eine neue... Starte ich eine neue Aufnahme. Ja, das fängt ja schon mal super an, würde ich sagen. Wir haben hier erstmal direkt unsere richtig Mörderhöhle, so wie es ausschaut. Direkt mit dem Eingang hier. Ich bin nochmal ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube, ich mache mir erstmal ein paar Schafe kaputt. Weil die Wolle brauchen wir, um uns ein Bett zu craften, in dem wir schlafen können. Sonst müssen wir nachts wach bleiben. Und sonst kommt der große, böse... Ach, ich weiß auch nicht. Und das wäre nicht so geil. Na, jetzt, aber... Na, komm schon, stirb. Okay, wir haben Wolle. Ich meine, blub, 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 blub. Und dann gehen wir hier nämlich jetzt einfach mal weiter. Und ich hole mir einfach mal das Holz, von dem ich keine Ahnung habe. Was es für Holz ist übrigens. Wie gesagt, ich bin auch kein Minecraft-Profi. Moment. Akazienholz. Okay, keine Ahnung. Ich will das gar nicht zum Bauen benutzen. Obwohl, vielleicht sieht das ja ganz geil aus. Ich will mir jetzt einfach nur mal kurz eine Crafting-Box machen, dass das nicht so lang geht. Und ich sehe gerade, das ist voll schwachsinnig, den Baum wegzuklopfen, weil das so ein Riesenbaum ist. Aber scheiß drauf. Wir hauen den Baum mal weg, dass er nämlich seine Blätter verliert. So, und jetzt passe ich schon immer drauf. Jetzt setze ich einfach mal so. Auch wenn das dann ein bisschen länger dauert, aber ich möchte gerne, dass Bäume immer direkt komplett abgeholzt sind. So, und dann hier, auch wenn es ein bisschen länger dauert, eins und die zwei. So, jetzt crafte ich mir mal schnell einen
Crafting Table. Ach, ich bin ja auch so blöd, ne? Es fängt ja schon mal supi an. So, jetzt aber. Okay, wir haben eine Werkbank. Die stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Und dann mache ich mir hier mal ein paar Stöcker. Ja, 12 sollten erstmal reichen. Und dann mache ich mir mal schnell ein wirklich sehr schönes Holzschwert. Dann kann ich mir auch gleich... Aber nur eine, das reicht erstmal, bis wir Steine haben, eine Holzspitzhacke machen. So wie eine Holzaxt und eine Schaufel mache ich mir auch einfach mal. So, und damit, also der, jetzt fällt mir das scheiß Wort nicht ein, der Vollständigkeit halber noch eine Holzacke. Vor allem Holzhacke, kennt ihr auch die Holzacke, ne? Oder die Holzanke, die gibt's auch noch. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. So, jetzt töten wir erstmal ein paar Schafe. Ein paar unschuldige Schafe. So geht das nämlich viel schneller. So. Und dann können wir uns nämlich gleich ein Bett craften. Jetzt würde ich mir noch gerne ein paar Kühe töten, damit wir gleich ein bisschen Fleisch haben. Damit wir am Anfang nicht direkt verhungern, weil verhungern ist nicht so schön. Ich meine, und ja, und... Jetzt habe ich unter Wasser und gesagt, verdammt. Naja, auf jeden Fall, verhungern ist nicht so schön. Ich meine, sterben, ja, kannst du halt nur einmal und dann ist vorbei, ne? Ach so, scheiße, die Workbench würde ich mir gerne mitnehmen. Hab ich die Zeit? Ja, die habe ich da hingestellt. Hab ich gerade schon gefragt, hä, wo habe ich die denn jetzt hingestellt? So, na, wir haben hier eine Holzaxt und damit bauen wir uns die mal schnell ab. Und gehen einfach ein Stück weiter. Für alle die, die das nicht wissen, vielleicht auch immer, ich werde das jetzt übrigens nicht die ganze Zeit sagen, sowas Minecraft. Aber Minecraft ist eben ein Spiel, in dem du wirklich alles komplett abbauen kannst, wie du willst und was du willst. Und ja, ich hau mir jetzt hier mal direkt das Holz weg, komm. Und es, wenn dir was nicht gefällt, baust du es einfach wieder ab. Wenn dir was gefällt, baust du es einfach wieder auf. Es ist einfach grandios. Minecraft ist einfach ein tolles Spiel. Ja, Eichenholz suche ich. Ich baue nämlich am allerliebsten mit Eichenholz. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber da bin ich relativ klassisch. So, ich glaube, ich hole mir ein paar Kühe. Hallo? Minecraft, jetzt bitte schüttel dich mal einmal kräftig, damit du wieder in Ordnung kommst. Weil die Welt sieht eigentlich ganz geil aus. Haben wir jetzt den Kürbis da drin? Moment. Nö, ich habe 2 Kürbisse, okay. Komm, alle guten Dinge sind 3. Dann nehme ich hier mal schnell den 3. mit. So. Dann holze ich mir mal hier noch schnell den Baum weg. Wenn wir später Steine, Eisen oder sowas haben, wird das alles definitiv schneller gehen. Aber jeder fängt eben mal normal an. Und deswegen, ja. Übrigens, die Hintergrundmusik, oh, da ist direkt Kohle. Kohle! Die Hintergrundmusik lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen gemäßigt, sage ich mal. Damit, ja. Ich mag es einfach nicht, wenn im Hintergrund so... Ich sag mal, anstrengend oder laute Musik ist. Ich finde, ich schaue ganz gerne selber Minecraft Let's Plays, aber ich finde, dass bei manchen ist das dann so, ich sag mal, aufdringlich, beziehungsweise entspannt mich dann einfach nicht beim Zuschauen. Deswegen mache ich jetzt erstmal solche Musik rein. Wenn ihr Musikwünsche habt, schreibt es natürlich einfach in die Kommentare rein, aber ich denke mal, das dürfte für den Anfang auf jeden Fall genügen. Wie viel Kohle hier auch ist, ne? Fällt mir gerade so auf. So, muss ich immer an die Tribute von Panem denken. Ich... wollte ja eigentlich erst da gar nicht den Film dazu schauen, bis mich meine Freundin dazu überredet hat, den ersten Teil zu schauen. Und dann habe ich mir den geschaut und dann fand ich den ganz gut, ja. Und dann hat sie mich überredet, in den zweiten Teil ins Kino zu gehen. Also der läuft momentan noch. Also wenn du das Let's Play schaust, ich weiß nicht, wann du schaust, auf jeden Fall momentan, beziehungsweise damals, lief oder läuft der Film noch. Und dann war der einfach so spannend, dass ich gesagt habe, ich will nicht warten, um zu wissen, wie es ausgeht. Denn der letzte Teil, Teil 3, kommt erst nächstes Jahr in die Kinos und wird auch noch in 2 Teile aufgeteilt. Und da habe ich mir dann halt gesagt, gut, dann kaufst du halt die Bücher. Hab mir so einen Schuber gekauft, wo es 3 Bände zum Preis von... Also 2 gibt, glaube ich, weil die kostet nur 40 Euro und ist auch noch so limitierte Auflage und was weiß ich noch was. Und jetzt bin ich schon mit Teil 2 durch und ich muss sagen, es ist einfach richtig, richtig spannend. Und jetzt, wieso ich mit dem Thema Kohle verbinde, ganz einfach, also die gute heißt Katniss Everdeen, ich weiß nicht, ob ihr die Tribute von Panem kennt, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, die kommt aus dem Distrikt, wo Kohle abgebaut wird. Ich glaube, da hat gerade ein Fraß Gras gegessen, vor allem ein Fraß.
Okay, Alter, jetzt könnte es langsam mal mit der Kohle genug sein. Aber Kohle kann man ja eigentlich nie genug haben. So. Ich glaube, ich baue mir auch gleich mal ein paar Steine ab, wenn ich schon hier bin. Wir werden zwar später Steine im Überfluss haben. Aber für den Anfang, dass wir uns ein paar Sachen craften können. Weil es eben mit Holz doch sehr lange dauert eigentlich. Ich grab mich einfach mal kurz hier durch. Ist mir jetzt gerade anders zu blöd. Und dann, ich glaube, ich grab mich einfach ein bisschen durch, bis die Spitzhacke kaputt ist, weil ich schmeiß ungern Sachen weg, selbst wenn sie aus Holz sind. Ich benutze die mal gern zu Ende. So, jetzt ist die eh gleich kaputt. Zwei. Und jetzt sollte sie kaputt sein. Ja, das hat doch super gepasst. Und jetzt haben wir uns natürlich eingegraben, aber egal, ich nehme mir gleich mal ein bisschen Erde mit. Und dann mache ich ganz billig den hier. Zack. Zack, zack, zack. Und zack. Und jetzt würde ich gerne zu der Höhle zurückgehen, weil wir... Ich crafte mal ganz schnell kurz ein paar Fackeln, da wir jetzt Kohle haben. So, das reicht jetzt erstmal für den Anfang. Und würde gerne die Höhle markieren, falls wir dort wieder hinkommen. Weil das sah jetzt eigentlich nicht so schlecht aus, die Höhle, ne? Jetzt muss ich die bloß finden. Übrigens auch ein... Ja, ich nenne es mal Feature, dass man sich in Minecraft gerne und schnell mal verläuft. Wird's dunkel? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube aber ja. Kein Plan. So, jetzt schnell hier hoch. Oh ja, ich glaube, es wird dunkel. Und so, hier ist die Höhle. Und dann mache ich nämlich mal 1, 2, 3 und 4. Damit wir uns die Höhle später wieder merken. Und es wird scheiße, es wird wirklich dunkel. Gut, was haben wir denn? Okay, ich glaube, ich fange einfach mal... Nee, mit Holz anzubauen. Nach Scheiß mal kurz drauf. Das wird jetzt eine ganz poplige Bude. Dass wir erstmal die erste Nacht überstehen werden. So, drei lang hier. Scheiße. Ich hoffe, das sollte... Egal, das sollte trotzdem reichen eigentlich. Na. So, bevor die Viecher kommen und dann... Scheiße, ich muss ja auch noch ein Bett schnell craften, ne? Oh, jetzt wird's aber höchste Eisenbahn. Da stelle ich mir mal ganz schnell dahin. Und dann hier weiße Wolle. Ist egal, welche Wolle das ist. Das geht trotzdem... Moment, das war denn das gerade? Weißer Teppich. Cool. Weiß ich das auch. Und dann brauche ich hier noch... Na, wobei, ich nehme mal das Holz, weil das brauche ich eh nicht zum Bauen. Und dann haben wir schon ein wundervolles Bett gecraftet. Dann stelle ich mir schnell noch die Liege hin, mache die Erde wieder weg. Und dann haue ich mir mein Bett hier rein und dann würde ich sagen... gute Nacht, Welt. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, und so schnell kann es gehen. Ich habe gerade gedacht, wir sind draußen gespawnt. So schnell kann es gehen. So, jetzt baue ich mal ganz schnell das Holz hier wieder ab mit meiner super strapazierfähigen Holzaxt. Also ich würde, glaube ich, aber nicht gerne meine erste Hütte bauen. Ist aus dem einfachen Grund, dass es mir hier ein wenig zu, naja, eben ist. Ich habe übrigens eine ganz zufällige Welt jetzt genommen. Ich hätte auch den Seed von meiner anderen Welt nehmen können, wo ich schon was gebaut habe. Die ist nämlich echt geil, hatte ich Glück, aber... Da habe ich mir gedacht, nee, das ist sowas wie Schummeln, das kann ich letztendlich nicht machen. Alter, bis das Holz auch abgebaut ist, ne? Dauert ja ewig. So, das Bett hier noch. Das ging jetzt relativ schnell, noch die Workbench. So. Dann mache ich mir da vorne noch ein paar Kühe kaputt. Oder töte sie. Wie gesagt, das Fleisch werden wir am Anfang brauchen, weil ich will erst gern mir so Weizen und sowas anbauen. Wenn ich weiß, wohin ich mich baue. Und ja, da oben ist Kohle. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade keinen Bock, mir das abzubauen da oben. Wobei das hier eigentlich ganz geil wäre, weil das hier so abgeschnitten ist, da oben hinzugehen, ne? Okay, ich gehe da mal kurz hin. So eine schlechte Idee wäre das vielleicht gar nicht. Und gehe da mal kurz hoch und guck mal, wie von da oben denn die Aussicht wäre. Weil ich müsste mir auch langsam wirklich... Moment. Hier, das hier... Ach, verdammt. Na, jetzt kommt schon... Wow, unter Wasser ist das immer so eine Sache für sich. Okay, wir können ja einfach so machen. Da dauert es auch länger, etwas abzubauen, selbst wenn es nur Erde ist. So, jetzt komme ich da nämlich hoch. I'm walking. So, und da hinten sehe ich auch schon ein bisschen Sand. Das ist wichtig, damit wir später... Oh, schöne Blumen hier übrigens, ne? Damit wir später Glas bauen können. Ich wollte da hochgehen, um zu gucken. Also hier gefällt es mir schon mal sehr gut, weil wir haben hier Eichenholz. Ist doch Eichenholz, ne? Ja, Eichenholzbretter sogar. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, mir gefällt das einfach am besten, da zu bauen. Jetzt gucke ich mal, ob sich das lohnt, da oben zu bauen. Moment.
Bin ich mir eigentlich gerade gar nicht so sicher, weil die Aussicht ist es nicht so geil.